Hallo, hier seid ihr wieder auf andreasholzwerker.wordpress.com. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einfachen Mitteln einen modernen Adventskranz herstellen könnt. Also für die kalte und nasse Jahreszeit habe ich noch eine Idee für euch, die einfach umzusetzen ist. Dazu müsst ihr einfach mit euren Lieben in den nächstgelegenen Wald gehen und euch einen dicken Ast besorgen. Also hier habe ich ein paar Birkenäste besorgt. Beziehungsweise meine Jungs haben sie mitgeschleppt. Wir hatten im Übrigen beim Spaziergang viel, viel Spaß. Und hier seht ihr, wie ich den einen Ast abgelenkt habe und schon einmal plan geschnitten habe, damit er steht. Dann habe ich die Kerzenprobe gesetzt und bin angefangen mit dem Bohren. Hier habe ich einen 40 mm Pfostenbohrer genommen und jeweils vier Löcher nebeneinander gesetzt. Und das fertige Resultat nach dem Bohren seht ihr hier. Ist noch ein wenig ausgefranst, aber die Ausfransung, die könnt ihr mit dem Messer wunderbar glatt schaben. Das geht sehr einfach, das können sogar kleine Jungs oder kleine Mädchen machen. Das braucht ihr nicht machen. Ja. Und wenn ihr abgeschabt habt, steht der fertige Adventskranz bereit. Noch ein wenig trocknen vielleicht, wenn ihr ganz nasses Holz genommen habt. Aber ansonsten viel Spaß damit beim Advent. Wünscht euch andreasholzwerker.wordpress.com. Besucht mich dort einfach oder hier auf dem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Nachbauen.